Okay, aber ganz ehrlich, das war klar, dass sie den umlegen. Sag deinem Arbeitgeber, ich rufe wieder an, wenn ich noch eine Lieferung brauche. Ja, zum Töten, Junge. Was für gruselige Gefährten, Alter. Guck mal, wie geil die Lichteffekte sind. Und Spaß. Lucky Scheiß Quinn. Er führt den Chicago South Club. Diese Arschlöcher beuteten Chicago aus, als ich noch gar nicht lebte. Ich hatte der Stadt einen Gefallen getan, wenn ich ihn erledigt hätte. Aber genau das will ich ja nicht mehr machen. Es kommt immer alles zurück. Das darf nicht wieder passieren. Hey, wie war's? Hast du den Job erledigt? Hast du etwa gedacht, ich arbeite gerne für den Scheißclub? Ein Barscheck ist ein Barscheck. Kenn endlich mal die Moral von der Kohle. Entspann dich. Hör mal, ich kann dir einen Kontakt verschaffen. Er besorgt dir bessere Voraufträge, wenn du willst. Ja, sicher. Weiß nicht, ob ich annehme. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt schon Nein zu mehr Kohle? Oh, und weil du fragst, Maurice geht es in seinem neuen Zuhause echt gut. Spielfortschritt. Sehen Sie Ihren Fortschritt im Fortschrittsrad auf Ihrem Smartphone an. Markieren Sie die gewünschte Aktivität und drücken Sie Auswahl, um damit verbundenen freischaltbaren Belohnungen anzusehen. Benennen Sie die erfolgreichen, nein, erforderlichen Aktivitäten, um die jeweils nächste Belohnung freizuschalten. Okay. Dann machen wir das mal kurz. Fortschritt. Hauptmission. Also können wir mal kurz gucken. Ich bin jetzt gerade. Ne? 5, und das möchte ich eigentlich nicht. Akt 1, da, 3 von 9. Bin ich gerade. Schließen Sie Akt 1 ab. Okay. Mission, eine neue Welt beginnt. Ah, cool. Ich bin nämlich vorhin gelesen, ich kann mir diesen, so eine Sniper oder irgend so einen Granatwerfer erst kaufen, wenn ich diese eine Mission gemacht habe. Hey, Quatsch, sorry, das habe ich gerade durcheinander gebracht. Und zwar, keine Waffe, sondern ein, ja. So, jetzt kommen wir nochmal kurz, Mission beendet. Ja, das wissen wir, alles klar, sehr schön. Gesamt-XP-Geld, oder das werde ich gerade bei Steamern geschrieben. Keine Angst, seid ihr nicht. Ihr braucht nicht Miniman. Das mache ich immer, wenn ich ange. Wenn ich. Wenn irgendwelche YouTuber da dabei sind gerade, Junge. Irgendwie angeschreit. Oh. Ich krieg schon wieder einen Anruf. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, eine neue Welt. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich finde es einfach mal so asozial, Alter. Also das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, es ist ein Let's Test, ja. Also schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr das verfolgen würdet oder ob ihr das überhaupt schaut oder ob es euch Spaß gemacht hat. Irgend sowas, ja. Freue ich mich über jeden Kommentar, der da irgendwie in den Kommentaren steht. Ich hoffe, ich habe meinen Job bis jetzt ganz gut gemacht. Oder beziehungsweise hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich einfach sagen, lasst ein Like da und einen Daumen nach oben und am besten auch noch ein Abo. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich habe etwas für dich. Wir müssen uns treffen. Treffen? Etwa persönlich? Soll ich nach einem Typ mit einer Maske suchen? Keine Maske. Folge einfach meinem Signal. Ich dachte, du wolltest keine treffen. Das stimmt. Aber es muss sein. Ja, und mit diesem wunderschönen Telefonat, womit auch schon die erste Folge geendet hat, starten wir jetzt hier in die zweite Folge.
Und ich würde sagen, gar nicht erst lange um den heißen Brei rumreden, sondern ich möchte mich jetzt auch gerne mit diesem mysteriösen Bad Boy 17, warum auch immer dieser Name gewählt wurde, treffen. Und kurz andere Musik. Ja, machen wir das. Dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Wo ist denn das? Kampagne. Alles klar. Und dann können wir ja, weil ich nehme einfach mal an, dass es jetzt nicht so mega lang wird. Und ich werde angeschrieben bei Steam. Dass es jetzt nicht so mega lang gedauert. Von daher denke ich mal, können wir mal. Ey, du kannst dich einfach mit die Spur wechseln. Junge. Pass auf, Zivilisten, alles klar. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es nicht so lange dauern wird und dementsprechend würde ich dann auch gerne mal was anderes mit in der Stadt machen oder irgendeine Nebenmission. Das stelle ich mir auch ganz lustig vor, weil ich habe ja schon ein paar gemacht. Ich habe ja schon gesagt, dass ich das Spiel schon privat etwas gespielt habe. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir die die Mission starten. Jetzt bin ich gespannt. Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr ungewöhnlich. Wir können den Underground gehen. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen. Das ist cool. Was er vorhat. Geil. Das finde ich erstmal mega cool, dass man da runtergehen kann. Also wirklich. Ich kann nicht sprinten. Okay. Achso. Was? Bad Boy 17? Bitte was? Hinter dir? Bad Boy 17? Clara. Clara. Lol. Oh mein Gott. Damit habe ich es überhaupt nicht gerechnet. Das sieht nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mach dir doch keine Angst. Hast du Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Oh, ist bitter, aber. Ich muss dir vertrauen können, Clara. Handgreiflich? An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast. Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest DedSec System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Echt gut, echt gut. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast es geklaut. Richtiger Bad Boy. Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Wie er hinterher guckt, Alter. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aiden. Okay. Skillpunkt erhalten. Alles klar. Fähigkeitsbaum. Neue Fähigkeiten freigeschalten. Sie haben nun Zugang zu allen verfügbaren Fähigkeiten. Das ist cool. Ah, jetzt blinken die auch. Das ist schön. Hab ich gerade die ganze Zeit gewundert. Oder was dann hergestellt ist? Fahren? Was ist denn bei Fahren? Was habe ich denn da? Okay. Hacken ist vielleicht mit so das...
Warte, was ich vielleicht noch. Das hier, Zusatzakku. Da habe ich mehr, das mache ich auf jeden Fall. Ich kann sogar gleich den nächsten freischalten. Ja, das glaube ich, da warte ich erstmal mit. Kampf. Das hier auf jeden Fall, glaube ich. Kugelwiderstand. Das möchte ich machen. Sprengwiderstand, ja, das ist vielleicht nicht so mega wichtig. Verbesserter Fokus. Ja, gut, dann könnte ich. Dann kann ich. Schussfrequenz halbautomatisch. Was ist das noch? Pyrotechnik. Tragekapazität für Sprengstoff hergestellt. Das kann ich nachmachen. Gemcom, sehr populäre App. Telefongeschichte zum Unterbrechen zu der Anfang. Bringt auch die Kopf zum Schweigen. Ja, sehr beliebt, wirklich. Verein Skillpunkt. Ja, kann ich das mal machen, oder? Ist das. Fokus Boost. Eine Pille, die eine massive, sofortige Fokuserholung bietet. Ehrlich gesagt, habe ich mit dem Fokus noch überhaupt nicht gearbeitet. Muss ich wirklich sagen. Daher glaube ich, warte ich damit erstmal. USV, was ist denn das? Sind äußerst starke Sprengkörper. Ihr hohes Gewicht erlaubt nur eine kurze Wurfweite zur Sprengung hacken. Ah, okay, verstehe. Das finde ich immer richtig, wirklich, finde ich echt cool gemacht. Ich glaube, da warte ich erstmal fahren. Defensive Fahrer reduziert den Schaden bei Zusammenstößen. Stößen, Junge. Kampf. Pistolenexperte. Verbesserter Fokus. Also ich glaube, ich mache das Fahren hier. Das finde ich auch als wichtig, dass man nicht so viel Schaden durchkriegt. Ja, alles klar. Jetzt kriege ich wieder einen Anruf. Hey. Spreche ich mit Bad Boy oder Clara? Mach's nicht kompliziert. Voila. Wir müssen also deinen Anrufer finden. Aber erst Clara. Seine Adresse wurde durch einen CTOS-Büroturm gebounced. Kundenservice, Angestellte, Manager. So Sachen halt. Ein Bürogebäude. Wir müssen einen Weg ins System finden. Du bringst mich ein? Ich gebe dir seinen Standort. Ich kann an der verwundbarsten Stelle ins Gebäude. Da, wo sie Lieferungen annehmen. Das ist unterirdisch. In dem Tunnel. Da fange ich an. Hey, tut mir leid, wenn ich unhöflich gewesen bin. Ich weiß, was du vorhattest. Du wolltest mich einschüchtern. Lehrbuchmäßig. In meine Distanzzone treten. Anstarren. Physischer Kontakt. Du hast nach Rissen gesucht. Hast du welche gefunden? Wüsstest du wohl gerne, hm? Also muss ich sagen, ich finde das Spiel bis jetzt echt noch, also die Story-mäßig finde ich echt noch mega cool. So, was ich jetzt aber noch kurz nachgucke, ist, wo denn unser nächstes Ziel wäre. Das wäre jetzt natürlich hier, aber weil ich gesagt habe, jetzt ihr, Dingens. Wisst ihr, wo ich gerne mal hin möchte? Hier war doch eigentlich. Ja, okay. Dann machen wir mal. Wieso habe ich das eigentlich, dieses ganze Geschäft? Sammelbares Geschäft. Untersuchung. Hey, ich konnte doch immer diese City Games machen, verstehe ich jetzt nicht. Untersuchung. Ja, komm, das ist hier gleich in der Nähe. Wir gehen da jetzt erstmal hin. Wir stecken jetzt einfach mal in das Auto hier ein. So. Gleich da. Ne, aber das ist. Mädchen ist. Oh. Vorsichtig. Nicht, dass ich wieder irgendwelche Leute umfahre und deswegen hier abranke, Junge. Weil die mich alle als Killer ansehen. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich bin wieder unvorsichtig. So, jetzt können wir mal hier. Achso, da kann ich nicht reinfahren. Und dann steigen wir jetzt erstmal aus. Und führen jetzt hier mal die Untersuchung, oder? So, was? Da, ne, Gabelstapler ist das nur. Ach guck mal, was ist denn das hier? Es sind ganz viele solche komischen Stromkabelchen. So, ich kann ja bestimmt irgendwas machen, oder? Ist hier irgendwo eine Kamera?